23. Mal. Aha. Gott sei Dank, da stehen zwischen 10 und 12 plus 4. Aha. Also bei dieser Frequenz müsste sich jetzt das Ei bzw. die Materie des Eis, wenn ich alles richtig gemacht habe, entmaterialisieren, das heißt verflüchtigen. Mal sehen, ob es geht. Mal sehen. Nun, das wäre mein schönster Moment. Das wäre, müsste eigentlich Ilse dabei sein. Das würde Ilse auch interessieren. Den Moment muss Ilse erleben. Ilse! 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 Entschuldige, wenn ich dich wecke, ja? Nein, bitte, das musst du sehen. Da musst du dabei sein. Gleich ist der große Augenblick. Kleiner Bums! Was? Was? Ilse, mein Experiment ist mir geglückt. Och, meine schöne Küche. Ja, ich hab's geschafft. Die Zerstörung der Materie des Eis. Das Ei ist weg. Freust du dich gar nicht? Doch. Du hast mir eine große Freude gemacht. Ja. Das ist jetzt das fünfte Mal, dass du mir meine Küche ruiniert aber hast. Aber Ilse, dann schau, das Ei ist doch verschwunden. Das Ei hat sich aufgelöst. Ach, ja. Wo denn? Das ist interessant. Dein aufgelöstes Ei. Ach, wie ich die hasse, deine Experimente. Aber Ilselein, schau, das ist doch das einzige Vergnügen, was ich mir gönne. Ach, du großer Gott. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich spiele nicht, ich gehe nicht mal in ein Kino. Ach, wenn du doch bloß mal gehen würdest und mich mitnimmst. Wäre immer noch billiger als deine verfluchten Versuche hier. Nicht mal Kaffee trinken kann man. Alles kaputt. Sicherung ist auch hin. Im ganzen Haus? Das weiß ich nicht. Eine schönere Überraschung hättest du dir für mich auch nicht ausdenken können. Gerade heute. Wieso gerade heute? Na, weißt du denn nicht, was heute für ein Tag ist? Heute ist Freitag, der 17. Na ja, und? Scherung, das sind die Nachbarn. Sind hin, im ganzen Hause. Ich gehe nicht raus. Ich auch nicht. Doch, du musst mit ihnen sprechen. Das sind doch alles kleine Leute. Nein. Und mir sind sie doch bloß neidisch, wegen meiner Erfolge. Erfolge? Gehst nicht raus? Feigling. Ja. Ach, Karl. Morgen, Ilseken. Hatte mir auch schön zum Geburtstag. Ja, die Torte ist von deiner Mutter. Aber gespritzt habe ich sie. Wunderbar. Ja. Du hier. Hier riecht's ja so nach Brand. So? Ich rieche nichts. Ja, da war eben einer vor der Tür, der hat das auch festgestellt. Ach, haben wir gar nicht gemerkt. Ja, die Klingel ist kaputt. So? Wahrscheinlich Kurzschluss, was? Ich wüsste, wie das Ei da an die Decke gekommen ist. Von mir. Musst aber ganz alleine essen. Ach, so ein schönes Herz. Ja. Du weißt ja, mein Herz schlägt immer noch für dich. Ilse, Karl. Er hat mir eine Geburtstagstorte gebracht. Ach, deswegen hast du vorhin. Na ja, da gratuliere ich dir aber auch von ganzem Herzen und wünsche dir alles, alles Gute, ja? Dankeschön. Bitte. Jetzt gratulierst du ja. Dir. Am nächsten Geburtstag wirst du dich wohl selber mit in die Luft sprengen, was? Ja, wo möchtest du denn das? Oh, Fritz. Ja. Wir könnten doch so glücklich miteinander leben, wenn du nicht den Vogel hättest. Ja, das hat doch seinen Grund, weil, sag mal, warum bist du denn so schwarz? Das geht nie wieder raus. Aber Ilse, beruhige dich doch. Ich kaufe dir bestimmt ein neues. Wirklich. Ein schönes, ein elegantes. Heute ist doch dein Geburtstag. Wein doch nicht. Du, das ist dann mein Geburtstagsgeschenk an dich. Wirklich? Ja. Oh, Fritz, ich hab's
so ein herrliches gesehen bei Hoffmann, ja? Weißt du? Sein blaues mit so einem Ausschnitt. Das sollst du bekommen. Ja. Hast du dich auch verdient, ne? Mhm. Hast du schon gefrühstückt? Brauche ich nicht. Willst du ein Stück Torte haben? Ja. Hat Karl die gemacht? Nur die Verzierung. Kriege ich nicht runter. Ach. Du, ist schon 8 Uhr. Muss ich mich aber beeilen, sonst werde ich nicht fertig. Auf Wiedersehen. 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 Ilse! Hast du ja noch etwas bekommen? Ja. Hat wahrscheinlich dein Bruder gemacht, ja? Du, werde ich ihm das zum Frühstück nehmen. Von Karl, seiner Tochter, esse ich kein Stück. Kein Stück! Guten Morgen! Guten Morgen, Herr Sperle. Na? Wo ist der Memmelmann? Beim Chef. Aha. Mann. Schon was ist denn dir über die Leber gelaufen? Vom Chef eine Zigarre bekommen? Na, das war schon mehr prim. Ja? Na, der Alte hat halt eine Stinklaune. Und du? Wahrscheinlich mal wieder feucht gefrühstückt, was? Nur ein Gläschen. Es kommt eben darauf an, wie groß das Gläschen ist. Komm, nimm das da. Hat meine Frau zum Geburtstag bekommen. Zwar noch ein kleiner Rest, aber zieht ein Alkohol zusammen. Jetzt gehe ich rein. Guten Morgen, Herr Direktor. Morgen, Herr Sperling. Morgen. Hier sind Ihre Aufträge. Ja, ist was Besonderes dabei? Ja, sehen Sie. Von Memmelmann, ja? Ja. Yvonne de Pomme? Ja, die hat sich über Memmelmann beschwert. Na so. Sie verlangt einen nüchternen Kassierer. Wenn er so weitermacht mit seiner Trinkerei, dann fliegt er. Na, vielleicht sollte man ihm mal gut zureden. Nein, nein, also vier Trinker habe ich nichts übrig. Bitte, Herr Direktor. Sonst noch was? Ja, Herr Direktor, ich hätte gerne um einen Vorschuss gebeten. Bitte? Ja, ich weiß, es ist etwas Außergewöhnliches, aber meine Frau hat heute Geburtstag und da habe ich mir gedacht... Also, wie viel? No, 100 Mark. Nein. 90? Nein. 80 Mark. Also, Sie haben so 50 Mark. Vielen herzlichen Dank. Soll ich gleich quittieren? Nicht nötig. Ich werde es mir schon aufschreiben. Bitte, Herr Direktor. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Herr Direktor. Morgen. So. Und wo ist der Memmelmann? Der ist schon weg. Der ist schon weg. Ach. Hat der Chef wirklich so schlechte Laune? Aber nein, im Gegenteil. Ich habe sogar einen Vorschuss bekommen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hier ist die 7. Monatsrate für den Eisschrank. Schon 3 Monate überfällig. Das macht mit Gebühren 34,70. Bitte sehr. Tag, Frau Behrens. Guten Tag, Herr Sperling. Monat ist mal wieder rum. Rate für den Staubsauger ist fällig. Lieber Herr Sperling, ich muss Sie bitten, morgen noch mal wiederzukommen. Warum denn? Mein Mann bekommt erst heute sein Gehalt. Ach so. Das macht Ihnen doch nichts aus. Aber natürlich nicht. Sie haben doch sonst immer pünktlich gezahlt. Also dann, auf morgen um 10 Uhr. Bitte sehr. Empfehlung an Herrn Gemahl. Danke. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Sperling. Macht zusammen 60 Spende. Bitte schön, Frau Mahler. Dankeschön, bitte schön. Wiedersehen, Frau Mahler. Wiedersehen, Frau Mahler. Ach, meine Tochter. Ach. Ich komme nur ganz schnell vorbei. Meine innigsten Glückwünsche, mein Kind, zum Geburtstag. Danke. Vor allen Dingen Gesundheit und langes Leben. Macht dein Mann immer noch Experimente? Nee, nicht mehr so viel. Na, dann haben wir ja die Hoffnung, dass du uns noch eine Weile erhalten bleibst, ne? Ich danke dir auch schon für die Torte, die ist wunderbar. Da musst du dich bei Karlchen bedanken. Du, 6 Stück hat der gebacken, guck dir das an. Keine war ihm gut genug für dich. Naja, die anderen verkaufen wir hier im Laden. Komm, Paulchen will dir auch noch gratulieren. Paulchen, unser Geburtstagskind ist da. Wo ist denn der Lümmel? Den habe ich den ganzen Vormittag schon nicht gesehen. Na, Ilsegen. Lass doch Karl in Ruhe. Du hast doch schon gratuliert. Na, klar. Na, also, na, siehst du, ist ja heute Abend zum Abendbrot da. Paulchen! Ach, da ist er. Ich gratuliere dir auch. Danke, auch schön. Mein Geschenk bekommst du erst heute Abend. Das soll eine Überraschung werden. Ach, da bin ich aber gespannt. Was hängen dir denn für Schnürsenkel aus der Hosentasche raus? Ach, das ist die Überraschung für Ilse. Muss ja eine dolle Überraschung sein, wenn ich nicht mal dahinter komme. Okay? Aber ich bin ja auch nicht neugierig. Was hat denn dir dein Mann zum Geburtstag geschenkt? Auch etwas sehr Schönes. Ach, was denn? Na, das bekomme ich erst heute Abend. Ich sage es euch dann, ja? Aha. Kommt nicht so spät. Gibt was Himmlisches zum Abendbrot. Was Knuspriges. Weiß. Gänsebraten. Och, das hat dir Minna verraten. Nein, wir sind pünktlich. Hallo, hallo. Wer ist vor die Tür? Ich kann nicht machen auf, ich bin in die Badewanne. Wer ist da? Der Geldbriefträger. Oh, la la, einen Augenblick, mein Herr. Sehr wichtiger Mann.
herein. Guten Tag, liebe Frau, guten Tag. Sie sind gar keine Geldbriefträger. Wo ist die Tasche mit dem Geld? Das ist so ein kleiner Trick von mir, den ich immer... Sie sind keine feine Männer, eine arme kleine Fräulein so zu belugen. Ja, das ist doch die Frieda Apfel aus Düsseldorf. Ach, jetzt schlage ich aber lang hin und stehe kurz wieder auf. So. Das ist doch Fritzchen. Aha. Fritzchen, wie hieß du doch von hinten? Sperling. Oh, richtig, Sperling, mein Spätzchen. Das hättest du aber auch gleich sagen können. Hätte mir die ganze fiese Madänchen sparen können. Komm. Fritz, eine meine schlichte Hüte. Wo kommst du denn her? Ich habe hier geschäftlich zu tun und jawohl. Ach, das ist aber nett von dir, dass du mich hier besuchst bei der Gelegenheit. Komm, Fritzchen, setz dich. Ja, sag mal, du bist jetzt verheiratet? Ich? Nee, wieso denn? Ja, du, weil du jetzt Yvonne de Pomme heißt. Ach, das ist doch mein Künstlername. Ah. Frieda Apfel, das ist ja nichts für die breite Masse. Du bist jetzt Künstlerin? Na, durch und durch, ich singe Sopran und Alt. Naja, du hast ja damals immer schon so laut gesungen, nicht? Ach, aber das war ja noch gar nichts. Nein? Jetzt habe ich ein ganz anderen Volumen. Ich bin die Christel von der Post. Basopran. Tolle Stimme. Das sagt der Wippermann auch immer. Nennt mich immer seinen kleinen Nachtigall. In der letzten Zeit ist meine Stimme ja ein bisschen nach unten gerutscht. Das kommt von den vielen Pulsterchen. Hast dich eigentlich gar nicht verändert. Das sagt der Wippermann auch. Ich bin immer noch der stille Mensch geblieben. Wer ist denn eigentlich der Wippermann? Oh, das weißt du nicht. Nein? Hier. Wippermann, der ist doch in aller Munde. Willst du auch ein Wippermännchen trinken? Nein, danke schön, ich möchte eigentlich nicht. Ach, ist dir schlecht? Warte, dann hole ich dir jetzt mal einen Magenbitter. Nein, ich möchte wirklich nicht. Ich danke vielmals. Oder bist du müde, dann kriegst du einen Ratzeputz. Nein, danke, ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Ach ja, du warst ja dir mit der Himbeerlimon. Du hast dich aber auch ja nicht verändert, Fritz. Dem Prösterchen. Wohl sein. Und ein bisschen dicker bist du geworden. Früher warst du ja ein lecker Kerlchen. So. Da sahst du ja aus wie Klappjebel. Mhm. Jetzt siehst du mir aus wie meine Wippermann. Guck mal, hier ist er. Sieh mal. Das ist er. Dieser seelenvolle Blick. Das ist dein Bräutigam? Das ist mein Verlobter. Ist zwar noch verheiratet. Dann geht's dir also gut, ja? Oh, gut. Ich schwimme im Geld. Na, also dann können wir ja hier diese... Oh, Fritzchen, du bist ja verheiratet. Ja. Bist du glücklich? Ja. Ach, das freut mich, aber da muss ich einen drauf trinken. Schon der zweite. Aber auf einem Bein kann man ja nicht stehen, nicht? Trinkst aber ziemlich viel. Oh. Es macht mir nichts. Bin ja ein Kind vom Rhein. Ein rheinisches Mädchen beim rheinischen Wein. Komm, wir schunkeln. Nein, ich möchte mit dir gerne etwas Geschäftliches machen. Oh, lass doch die Geschäfte. Du Fritzchen, ich hätte dir doch beinahe nicht aufgemacht. Ich hab doch gedacht, du bist der Inkassobeamte. Da kommt in der letzten Zeit immer so eine fiese Kerl. Mömmelmann heißt der. Wegen der Rate für das Radio. Der verdirbt einem der ganze Freude am Rundfunk. Aber einmal muss es doch bezahlt werden. Neulich hat er eine ganze Flasche Ratzeputz ausgetrunken. Und den wollte er noch kassieren und da wurde er noch zärtlich. Na, hab ich mich natürlich beschwert. Dann ist er schließlich Dame durch und durch. Na ja, deswegen komme ich ja heute zum Kassieren. Was? Ja. Du bist Kassierer? Ja. Du bist der Kollege vom Mömmelmann? Ja. Ich schwer verrückt. Aber meine, die 50 Mark, die können dir doch nicht schwerfahren. Ich meine, jetzt, wo du so im Gelde schwimmst. Ja, momentan schwimme ich nur gerade nicht. Bargeld ist knapp. Aber kann der Wippermann nicht vielleicht mit dem... Lass den Wippermann aus dem Spiel, ja? Der ist pleite. Also bist du momentan nicht flüssig? Ja, nicht flüssig ist gut. Sieh dir das mal an hier. Alles Konkursmasse. Ach, das ist alles vom Wippermann? Ja, und nun komm mal mit. Guck mal da. Hm? Die ganzen Kisten voll, noch ja nicht ausgepackt. Was, das ist alles voller Spirituosen? Ja. Du sag mal, Fritzchen, ja? Wie wäre denn das, wenn ich dir so ein Kistchen Wippermann in Zahlung gebe? Nein, das geht auf keinen Fall. Mein Chef ist ganz gegen Alkohol. Das ist ja kein Wunder, wenn der Wippermann pleite macht, wenn ihr alle nicht trinkt. Was soll ich denn jetzt machen? Dann müsste ich eigentlich das Radio wieder mitnehmen. Na, nur über meine Leiche. Oh, du. Schlimmer. Fritzchen, du kannst doch einer Künstlerin nicht die einzige geistige Anregung nehmen. Na, ja, aber die Rat ist doch schon seit 14 Tagen überfällig. Fritzchen, du bist doch mein Jugendgespiel gewesen. Friedchen, soll ich nochmal vorbeikommen? Ja, komm nochmal wieder, nicht? Ja. Kriegst du auch eine Himbeerlimonade und vielleicht auch das Geld. Gut, was? Vielleicht? Ja, bestimmt das Geld, bestimmt. Wiedersehen, Fritz. Wiedersehen. Wiedersehen. Und das war mein Jugendfreund. So, jetzt trinke ich mir doppelte Ratzeputz. Richter! Du bist es, Fritz. Guten Morgen, mein Junge. Du bist ja ein seltener Gast geworden, seitdem du verheiratet bist. Naja, aus Neffen werden eben Männer, aber das sehen Tanten niemals ein. Für mich bleibst du immer der kleine Junge von früher. Das ist ja nett, die Tante, aber ich komme wegen deines Untermieters, wegen des Herrn Mömmelmann. Was ist denn? Ja, seine Stellung in unserem Geschäft ist geradezu erschüttert. Warum? Er trinkt. Wem sagst du das? Mhm. Eben haben sie meine Flasche weggenommen. Der ist hier? Will ich mal gleich mit ihm reden? Oder er? Mömmelmann. Ach. Fritz, du. Ja. Du bist, komm. Komm mal, Junge, komm. Setz dich. Nein, nein. Doch, trink einen mit. Nein.
die hat deine Tante noch nicht gefunden. Ja, Moment, Mann, du weißt doch, dass ich keinen Tropfen Alkohol trinke. Du wirst schon noch dahinter kommen. Nein, niemals. Hier mal, Fritz, wenn man so wie ich tagtäglich Leuten Geld wegnehmen muss, das Elend mit ansieht. Ja? Nein, nein, Fritz, das kann man nüchtern nicht ertragen. Aber du kannst doch nicht betrunken zu unserer Kundschaft gehen. Viele davon haben sich schon bei unserem Chef über dich beschwert. Ja? Ja? Ja, die Leute verkennen mich. Wieso? Ich trinke hier nur ihretwegen. Ach. Ja, ich trinke hier bloß, weil die Leute mir so leid tun. Also ist der Alkohol für einen Kassierer geradezu Existenzfrage. Also für mich nicht. Und ich rate dir, komm morgen bloß nüchtern ins Geschäft, denn sonst wird der... Wieso, was? Sag mal, hat der Chef so eine Andeutung gemacht? Naja, also Andeutung kann man das schon nicht mehr nennen. Auf Wiedersehen, Himmelmann! Wiedersehen. Nause. Wo ist die Flasche hin? Guten Tag, mein Herr. Guten Tag. Was darf es sein? Nachthemd möchte ich gerne. Haben Sie besondere Wünsche? Nein, ich nicht, aber meine Frau. Was kostet das hier? Das kostet 37,50 Mark. 37,50 Mark? Und was kostet das? Das ist billiger, das kostet 36 Mark. 36 Mark, ja. Na, das müsste man natürlich mal angezogen sehen. Haben Sie niemanden, der das überzieht? Können Sie das mal anprobieren? Ich? Ja, meine Frau will nämlich so ein Viereck. Mein Herr. So, naja, also dann heben Sie es mir auf. Ich komme nachher nochmal vorbei, ja? Ja, nur das da? Nein, das andere auch. Gut. Bis nachher. Auf Wiedersehen. Wo ist Herr Weidlich? Im Labor. Na, der wird was erleben. Sie haben mich ja schön angeschmiert. Wissen Sie, was mit den ganzen Geräten geschehen ist? Ah, Sie sind hier, Herr Sperling? Nein, Wunder, dass ich überhaupt da bin. Eine richtig gehende Explosion hat es gegeben. Was? Ja, das ganze Haus hätte in die Luft gehen können. Na ja, die Nachbarn sind es ja sowieso. Trau mich schon gar nicht mehr nach Hause. Ach. Nur noch heimlich, schleichenderweise. Ich sage Ihnen, alle Sicherungen sind durch. Ja, jetzt beruhigen Sie sich doch, Herr Sperling. Das kann doch jedem Fachmann auch passieren. Ja, aber es darf doch nicht passieren. Ich habe mich ganz genau an die Anweisungen gehalten. Einen Krach hat es gegeben, einen Krach. Na, so schlimm kann doch die Explosion nicht gewesen sein. Aber ich rede doch gar nicht von der Explosion. Ich rede von dem Krach, den meine Frau mir gemacht hat. Ach so. Wissen Sie, Frauen sind doch so empfindlich. Hat nämlich heute Geburtstag. Ja. Wenn Sie wüssten, wie es in unserer Küche aussieht. Na, es kann ja passieren, aber ein Fachmann stört doch sowas. Aber meine Frau stört das. Was ist denn das hier? Das ist ein Frakturat. Das ist ein Frakturat? Ja. Donnerwetter nochmal. Vorsicht. Arbeitet schon, ja? Ja, ja. Habe ich auch mal, das heißt, hatte ich mal. Mhm. Ist heute Morgen auch in die Luft. Ja, das kann ja bei dem hier nicht passieren. Nein? Ob das ist das Allerneueste. Aha, ist auch sehr genial konstruiert, aha. Mhm. Und das sind die neuen Entmaterialisierungsstangen, ja? Ja. Mhm, sehr gut. Das müsste man haben. Mhm. Das können Sie doch haben. Ja? 48 Mark. Aha, 48. Ein Muster, kostet sonst das Doppelte. 48 Mark. Nein, 48 Mark. 48, naja, eigentlich wissen Sie, eigentlich wollte ich ja meiner Frau eine Freude machen, aber 48 Mark hin, 48 Mark her. Naja, also, wenn ich mich freue, freut sie sich auch. Mach hier die Freude, ja? Also. Bitte, geben Sie raus. Ja, da kann sich Ihre Frau aber wirklich freuen. Packen Sie ein. Wiedersehen. Tag, Fräulein. Bin ich wieder? Ich habe Ihnen Ihre Hemden schon bereitgelegt. Ja, aber ich wollte Ihnen nur sagen, ich glaube, es ist doch nicht das Richtige. Aber das sind unsere schönsten Modelle. Ja, aber sowas Schönes, wie ich für meine Frau suche, das haben Sie doch nicht. Möchte Sie aber nicht enttäuschen. Nehme ich eben eine andere Kleinigkeit, ja? Vielleicht ein Taschentuch. Ja, bitte sehr. Ja? Nehmen Sie mir das hier, ja? Dieses. Mhm. Was kostet das? 1,90 Mark. Ja, das reicht. Bitte packen Sie es mir schön ein, ja? Wenn die Dinger nicht so teuer wären, dann könnte ich vielleicht noch ein zweites. Ja. Bitte sehr. Sieht ja sehr schön aus. Ja. Wie viel war's? 1,90 Mark. Immer noch? Bitte. Ach, Fritz! Ja? Bitte, der reinste Weihnachtsmann. Och, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Donnerwetter. Sieht ja gar nicht mehr. Ich kann ja gar nichts mehr sehen von heute Morgen. Ach, hat auch sehr viel Mühe gemacht. Ja? Am liebsten möchtest du gleich wieder anfangen, was? Na, bitte, Ilse. Oh, danke. Jetzt ein Taschentuch und auch noch Seide. Mhm. Viel zu kostbar für mich. Du sollst doch nicht so viel Geld für mich ausgeben. Dankeschön. Bitte. Und was ist in dem Paket da drin? Was? Sieht gar nicht wie ein Nachthemd aus, nicht? Nein. Reinste Wäscheladen, was? Ja. Ach du, ich bin so aufgeregt, du sagst schon. Na komm her. Ja. Komm. Setz dich mal hierher und hör mal schön zu. Weißt du, als... Hör mal zu, ja? Ja, als Inkassant kommt man doch so zu allen möglichen Leuten. Und da habe ich festgestellt, dass Nachthemden eigentlich gar nicht mehr so modern sind. Was? Nein. Du hast mir doch nicht etwa Pyjamas gekauft. Oh, du Fritz, die mag ich nicht, die kneifen immer so. Das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es gleich gelassen und... Ja, aber was ist denn in dem Paket da drin? Fritz, mich ab! Was denn? Das Radio für Schlafzimmer. Nein, nein. Dann die Kaffeemaschine. Nein, auch nicht, bitte. Das soll eine Überraschung sein, das möchte ich gerne selber auspacken. Ja. Stell du dich mal dahin. Oder komm, stell dich lieber dahinter und dreh dich jetzt aber nicht rum, ne? Bitte, Ilse. Nicht rumdrehen.
bin nicht zu gucken. Ilse? Ilse? Hast du die Augen noch zu? Na, dann dreh dich rum und komm her. Augen auf, bitte. Sein neues Frakturat. Hat dich aber gar nicht gefreut. Ilse? Schau mal, Ilse, ich habe doch mit dem Weidlich einen riesen Krach gehabt wegen dieses alten Apparates. Ja, und da hat er dir diesen angedreht. Nicht? Ja. Dass man mit dir viel Kummer hat. Wirklich nur Kummer? Taschentuch. Taschentuch? Willst du? Moment. Schade, dass dir dieser Apparat nicht gefällt. Bitte hier. Na? Nun mach das mal mit einer Kaffeemaschine. Du bist unverbesserlich. Wieder gut? Mhm. Komm. Du mit dem neuen Apparat, da möchte ich gleich anfangen zu experimentieren. Ach, versteh dich. Hä? Du warst doch, dass wir heute Abend eingeladen sind bei der Mutter. Warum denn? Zum Geburtstagsessen. Ach so. Du, die darf aber nicht wissen, dass wir uns gestritten haben, ja? Und von der Explosion muss sie auch nichts wissen. Und von dem Nachthemd auch nicht, ne? Naja. Sprichst du mir das? Ja. Wirklich? Mhm. Du bist auch die Ohrfeige vergessen. Ja, komm. Was gibt's denn da? Gänsebraten. Gänsebraten? Liebe Familie Marlow, Herr Sperling, liebe Ilse. Ja, Moment, nicht doch jetzt. Es ist mir ein Herzensbedürfnis. Ach nee, ich kann besser backen als sprechen. Nee, Karlchen, sprich mal. Ja, also es ist mir ein Herzensbedürfnis. Naja, wem das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Und deshalb ist es mir ein Herzensbedürfnis. Schön, nicht? Ja. Ja, endlich das auszusprechen, was mich tief bewegt. Eins haben wir ja alle. Ja, Hunger. Ach, wie ordinär. Das Bedürfnis... Karlchen! Den Geburtstag unserer lieben Ilse zu feiern. Die Gans ist bereits anwesend. Ja, wann geht's denn los? Oh, nur wird das... Hat aber geknallt. Halte mal. Warst du das? Ich schwöre dir bestimmt nicht. Aber du siehst in jeder Familie... Komm mal so kleiner Bums vor. Aber trotzdem wollen wir essen. Ja. Was sitzen Sie denn da auf der Erde rum, Minna? Stehen Sie auf, servieren Sie die Gans. Die Gans ist weg? Die Gans ist weg? Das gibt's doch gar nicht. Die kann sich doch nicht unsichtbar gemacht haben. Na, sagen Sie das nicht, sowas gibt es. Die hat sich entmaterialisiert. So ein Quatsch. Was mir mit dem einig gelungen ist, ist ganz einfach mit der Gans. So ein Unsinn. Mutter, ich habe jetzt Hunger. Ja, was soll man denn jetzt essen? Vielleicht ein paar Brötchen. Kinder, ich habe eine Idee. Wir essen woanders. Wir gehen zu Lindner. Ja. Und Paul bleibt zur Strafe zu Hause. Komm. Was? Dieser hochbegabte Junge? Wo gehen denn die hin? Zu Lindner essen. Und ich? Du bleibst hier. Also, was können wir haben? Ja, dann vielleicht Eau de Varier, Manhattan Club Sandwich, sehr raffiniert. Was ist das? Vorspeise. Nein, wir wollen doch keine Vorspeise. Konsumier Astoria, Creme Chowder. Was soll denn das sein? Eine Suppe. Eine Suppe? Wollen wir Suppe? Nein, wir wollen keine Suppe. Ja, dann vielleicht Tonino Rosini, sehr schön, Filetix aus Bernays mit Pommes frites, Chateaubriand garniert. Herr Ober, Sie verwirren mich. Wir wollen was Richtiges zu essen haben. Haben Sie Gänsebraten, Rotkohl, Kartoffeln und Soße? Ja, können Sie. Ja, na also, das wollen wir essen. Ich möchte gerne einen Gulasch. Ach, du hast einen ordinären Geschmack. Ja. Für meine Frau auch bitte ein Gulasch, ja? Nein, du isst Gans. Och, Mutter. Ruhig. Wird zwar nicht so gut sein wie unsere zu Hause. Karlchen hatte sich solche Mühe gemacht, nicht? Aber ein zweites Mal macht mir Paulchen sowas nicht wieder. Kann ja mal vorkommen. Das darf aber nicht vorkommen. Sehr richtig. Das kann bei euch vielleicht vorkommen. Aber nicht bei mir. Wenn es bei mir geknallt hat, dann hat es geknallt. Dafür geht er aber heute ohne Abendbrot ins Bett. Sag mal, wo hast du denn eigentlich die Gans gefunden? Auf dem Ofen? Ach. Mein schönster Geburtstag heute. Was hat dir denn dein Mann zum Geburtstag geschenkt? Eine... Nun, sag doch schon, was du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Oder ist es ein Geheimnis?
Nein, das ist ein für... Er hat mir ein Nachthemd geschenkt. Das Zauberhafteste, was ich je gesehen habe. Ein Nachthemd? Ich finde nicht, dass das ein passendes Geburtstagsgeschenk ist. Warum denn nicht? Wie wohl? Sie sind schon eine ganze Weile verheiratet und außerdem hat sie Pyjamas nicht gerne, weil sie immer so kneift. Ach, Fritz! Wie? Ja. Verzeihung, wir möchten gerne tanzen. Ilse, das war's ja nicht, dass du mich nicht verpetzt hast. Das habe ich eigentlich gar nicht verdient. Nein, das hast du wirklich nicht verdient. Du putzt da mal die Nase, Karlchen. Mach mich ganz nervös, dieses ewige Gezier. Och, nicht doch so laut. Du musst aber noch viel lernen, du. Ja? Möchtest du gerne von hier mit dir weg? Ach, das geht doch nicht. Warum denn nicht? Wir sind doch eingeladen. Na, gegessen haben wir doch schon. Können wir doch ruhig gehen. Meine Tasche und mein Mantel? Die Tasche habe ich hier. Und die Garderobenzettel habe ich auch hier. Außerdem kann ich den Karl nicht mehr sehen. Wieso? Ist doch sehr nett. Also, mir ist er unsympathisch. Meine Frau gehört mir ganz alleine. Wir können meine Mutter nicht alleine. Aber deine Mutter ist doch eine ganz erwachsene Person. Außerdem hat sie doch den Karl als Begleitung. Ich möchte mit dir so gerne hier auf den Rummel gehen. Hm. Wir können ja nochmal zurückkommen. Hm. Ilse. Hm? Und wenn ich dir verspreche, dass ich nie mehr experimentiere? Wirklich? Bestimmt. Ganz bestimmt? Ganz bestimmt. Na, dann komm. Ja. Na, das deppern kann ich. Nur gut, dass du es einsiehst. Na, vielleicht soll ich jede Woche hier mal herkommen. Hm, besser wär's für meine Küche. Noch drei Bälle? Danke. Wir gehen jetzt Lose kaufen. Die Nummer war 35. Niete. Ach, die habe ich ja. Hast du? Ja. Bitte schön. 35. Ich bin aber gespannt, was du bekommst. Ein Kamel. Ein Kamel. Wozu brauchst du ein Kamel? Du hast doch mich. Oh. Wieder ein Geburtstagsgeschenk. Auf ein neues. Karl, wo guckst du denn immer hin? Die kommen überhaupt nicht zurück. Lass sie doch. Die sind doch verheiratet. Die werden doch mal zusammen tanzen können. Oh. Ich dachte, die werden von uns eingeladen. Von uns. Höchstens von mir. Ah. Wollen wir nicht doch lieber mal nachsehen gehen? Oh, das werde ich aber noch abgewöhnen. Also, bitte. Die sind überhaupt nicht mehr da. Na ja, dann lass doch, die werden ja wiederkommen. Komm, Kati, jetzt tanzen wir mal zusammen, ja? Nicht doch, das ist ja ekelhaft. Das ist doch ein Walzer. Nein. Hörst du das nicht? Das ist doch ein Rumba. Rumba, ach, den kann ich sehr gut. Ja. Jetzt reicht mir aber, du. Weil du nie aufpasst. Jetzt bring mich zurück am Platz. Herr Ober, bitte sehr. Ein Messer, bitte. Für den Kuchen? Nein, hier für die Birne. Ich will kein Messer, Herr Ober. Bringen Sie mir die Rechnung. Oh. Alles zusammen? Ja, alles, Zahle, alles zusammen. Karl, was machst du denn für Wind? Karl. Lass mich. Dir ist eine Ader geplatzt. Wo denn? Auf dem Kopf. Auf dem Kopf? Merkst du denn das gar nicht? Nein. Ach, ich bewundere dich. Komm, komm, komm ja. Sofort nach Hause. Oh. Bitte sehr. Ja, danke schön. Komm mal hier, Karl, lass mal sein. Ich zieh mich. Ja, schön, gut, kannst gut. Du gar nicht mehr gucken. Komm mal hier, bezahl mal den Mann. Ja, ja. Oh. Macht Sinn. Oh, ich habe eine Gehirnerschütterung. Stimmt so. Mir ist auch hier viel. Überall schon so schlecht. Ja, ja. Komm, gehen wir. Besten Dank. Das bitte, macht bitte, ja. Bitte, bitte. Angenehme Nacht. Herr Herrschaft, treten Sie näher. Das müssen Sie gesehen, das müssen Sie erlebt haben. Das 13. Weltwunder. Herr Professor Orsini mit seinem Medium Fräulein Wanda. Herr Professor Orsini lässt auf offener Bühne lebende Menschen verschwinden. Menschen verschwinden. Der epochemachende Sieg über die Materie. Herr Professor Sini begibt sich mit einem Medium voller Wanda auf die Bühne. Nur allein spaziert, meine Herrschaften. In wenigen Augenblicken beginnen wir mit unserer Gala-Vorstellung. Nur Zutritt für Erwachsene und solche, die es werden sollen. Laut Polizeiverordnung. Nicht eingemacht, nicht 90 für die, nicht 80, 70, 60, 40, 50. Nur 30 für die lumpige drei Groschen. Und alles für eine halbe Stunde. Unvergleichlich spannend wie Escarelles. Nur Logenplätze mit Passierten sitzen, nur ein Passiert. Kommen Sie näher!
Wanda, das unsichtbare Weltwunder. Bitte schön, meine Herrschaft, in welchem Augenblick beginnen wir mit unserer Galapagos? Es wird auch für dich bestimmt sehr interessant werden. Ich bin gespannt, wann es anfängt. Sehr verehrte Anwesende, bevor wir mit unserer Gala-Vorstellung beginnen, möchte ich dem Publikum mitteilen, dass für jeden der Anwesenden, der imstande und in der Lage ist, die auf rein wissenschaftlicher Grundlage aufgeführten Demonstrationen der Mariologie Orsini nachzumachen, der Betrag von 50 Mark an der Kasse deponiert und hinterlegt ist. Das magische Kabinett beginnt mit seiner Gala-Vorstellung. Herr Professor, darf ich bitten? Erfahrung des Faktorats. Ich habe in jahrzehntelanger Arbeit unter größten Opfern System, Beweis und Methode erfunden, ein lebendiges Wesen verschwinden. Aber Fritz, das ist doch alles Windel. Na, sag das nicht. So etwas, na ja, sowas gibt's doch. Darf ich jetzt mit Fräulein Wanda dem Medium bekannt machen? Fräulein Wanda, bitte. Bevor ich Fräulein Wanda verschwinden lasse, möchte ich zunächst einen beherzten Herrn aus dem Publikum auf die Bühne bitten. Der betreffende Herr wird mich überwachen und sich überzeugen, dass es sich nicht etwa um eine Täuschung, sondern um ein ernstes wissenschaftliches Experiment handelt. So, durfte ich jetzt einen der Herren bitten? Vielleicht Sie. Aber, mein Herr, ich bitte Sie. Nun dann, Sie vielleicht? Lieber nicht, sonst lassen Sie mich noch mit verschwinden. Verstehe Sie gar nicht. Nun, noch Mut, meine Herren. Ich bitte. Fritz, mich gefolgt. Lass mich doch. Sie interessiert mich. Das muss ich ganz genau sehen. Bitte, mein Herr, kommen Sie. Blamierst du uns hier vor allen Leuten? Nein, bitte nicht. Bitte, mein Herr, bitte. Sehr gut. Bitte, mein Herr, ich auch hier oder da? Wo Sie wollen, das Ganze gar nicht. Ich freue mich, mein Herr, dass wenigstens einer die Ehre des starken Geschlechtes aufrechterhält. Das macht das gar nichts. Gestatten Sie, mein Name ist Sperling. Freue mich sehr, mein Herr. Oh, Fräulein Wanda, darf ich bitten? Bitte. Bevor ich Fräulein Wanda den magischen Kreis meiner Ströme ziehe, wird sich der betreffende Herr davon überzeugen, dass es sich bei Fräulein Wanda nicht etwa um eine Attrappe oder einen Automaten handelt, sondern um ein lebendiges Wesen. Einen Menschen aus Fleisch und Blut. Bitte, mein Herr, wollen Sie sich überzeugen? Ja. Na, Mut, Mut, Mut. Stimmt. Ja. Haben Sie überzeugt, Herr? Ja, ja, ja. Dann bitte nehmen Sie auf diesem Stuhle Platz, ja, und achten Sie genauestens auf das Experiment. Ja. Jetzt haben Sie aber Glück gehabt. Noch 7 Sekunden länger und Sie wären ein halbes Jahr unsichtbar gewesen. Ein Opfer der Wissenschaft. Und nun, meine Herrschaften, werden Sie das Wunder erleben, das Ihnen unfassbar erscheint. Aber, meine Herrschaften, ich möchte um absolute Ruhe bitten. Das Experiment verlangt eine überdimensionale Konzentration meines Gehirns. Die magischen Ströme, die ich Kraft meines Fluidums erzeuge, vermischen sich mit den elektrischen Strömen dieser Apparatur. Und vor ihren staunenden Augen wird sich von Herrn Wander das Medium in der Atmosphäre auflösen wie ein Geist. Verzeihen Sie, ist das auch ein Fraktorat? Was ist denn? Ich meine, arbeiten Sie damit Wechsel- oder mit Gleichströmen? Junger Mann, die magischen Ströme, die aus meinen Gehirnzentren kommen, sind weder vom Laien noch von Fachmann zu messen. Sie gefährden das Experiment, mein Lieber! Verzeihen Sie bitte. Und nun, meine Herrschaften, beginne ich von neu. Halt! Und wie ist das nun nachher? Wohin verschwindet Fräulein Wanda, wenn sie unsichtbar geworden ist? Was ist denn das für eine Frage? Na ja, darüber haben Sie noch gar nicht gesprochen. Das ist doch sehr gefährlich. Hören Sie mal, ich will Ihnen mal was sagen. Entweder Sie verhalten sich jetzt mucksmäuschen still oder ich lasse Sie rausschmeißen. Und wie komme ich denn dazu? Wozu haben Sie mich denn hier raufgeholt? Ja, ich will es ganz genau wissen. Ich habe ein Recht darauf, hier alles ganz genau zu untersuchen. Sie hören Sie mal, jetzt habe ich aber satt. Sind Sie denn wahnsinnig geworden? Seien Sie doch still. Nein, ich will ganz genau wissen, wohin Fräulein Wanda verschwindet. Wohin verschwindet die Substanz Ihres Körpers? In den Äther? Sie halten ja die ganze Vorstellung auf. Ich bitte Sie, seien Sie doch ruhig. Aber nein, ich habe ein Recht, es ganz genau zu wissen. Bitte schön, vorher fangen Sie hier nicht an, sonst hole ich mir die 50 Mark von der Kasse. Also bitte, antworten Sie mir, bitte. Ich kann Ihnen doch hier keine Vorträge halten, ich habe gar keine Zeit. Kommen Sie morgen wieder. Na, sehen Sie, Herr Professor, jetzt verstehen wir uns schon viel besser. Dann komme ich morgen Vormittag nochmal vorbei, ja? Ja, also bitte, bitte, kommen Sie morgen oder übermorgen, wenn Sie wollen, das ist mir ganz egal. Nur seien Sie endlich ruhig, Sie Querkopf. Bitte, Herr Professor, bitte fangen Sie jetzt an. Wir warten, bitte. Also, meine Herrschaften, ich beginne noch einmal. Aber ich bitte mich jetzt nicht mehr zu stören.
nun ist sie weg. Das Experiment ist gelungen. Fräulein Wanda ist verschwunden. Herr Sperling wird sich jetzt für alle überzeugen, dass Fräulein Wanda zwar unsichtbar, aber noch vorhanden ist. Nun, mein Herr, überzeugen Sie sich? Bitte? Sehen Sie sie? Nein. Aha. Fühlen Sie sie? Soll ich? Bitte? Sie kitzeln mich ja! Sehen Sie, sehen Sie. Herr Sperling, ich danke Ihnen für Ihre liebenswürdige Mitwirkung. Ja. Bitte wollen Sie mich auf Ihren Platz geben? Vielen Dank, mein Herr. Vielen Dank. Stimmt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Hallo, Willi. Ja? Der Junge war nicht schlecht. Der Sperling? Ja. Dem drehe ich das Genick nach vorn, wenn der sich hier noch mal blicken lässt. War das nicht eine tolle Sache? Tolle Sache, jetzt langt mir es aber. Schön blamiert hast du uns. Jetzt hast du mir wenigstens meinen Geburtstag gründlich verdorben mit diesem Unsinn da. Ja, aber das ist doch kein Unsinn. Ich habe sie wirklich gespürt und sie war vollkommen verschwunden. Du, der Mann ist ein Genie. Ja. Stell dir mal vor, heute auf dem Ummelplatz ist er vielleicht morgen in aller Leute Munde. Auch der Edison hat mal ganz... Wenn du jetzt nicht endlich aufhörst mit diesem Edison. Du weißt, dass meine Mutter auf uns wartet. Da soll sie noch ein bisschen warten. Aber Fritz! Möchtest du gerne wieder da rein? Na ja, gut, gehe ich morgen. Ilse! 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 Ja? Lauf doch nicht immer weg. Ich hab dir doch nichts getan. Ich möchte mit dir so furchtbar gerne etwas besprechen, Ilse. Was willst du denn? Das, was wir eben bei dem Professor Orsini gesehen haben. Stell dir mal vor, einen ganzen Menschen unsichtbar machen, verschwinden lassen. Das ist doch ein Experiment. Dem muss ich auf die Spur kommen. Fritz, was hast du mir versprochen? Naja, dass ich nicht mehr experimentieren werde, aber... Aber? Naja, das war eben früher, ehe ich das gesehen habe, aber jetzt... Und jetzt? Jetzt willst du wieder anfangen, ja? Wenn ich darf, bitte. Gute Nacht. Ach, deswegen kann man doch nicht einfach zu Bett gehen. Darüber kann man doch nicht zu Bett gehen. Ich muss doch jeden Menschen interessieren. Muss doch auch Ilse interessieren. Mein Gott. 384. Gehe ich da noch mal hin. Herr Professor, sind Sie da? Ich bin hier. Herr Professor, wir waren doch verabredet, Herr Professor. Herr Professor Orsini! Herr Professor!
Ja. Das hat mir noch gefehlt. Jetzt ist der ganze Apparat zum Teufel. Na nun, nichts wie weg. Ist mir aber sehr unangenehm. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Kerle. Na gut, dass du da bist, Memmelmann. Sprichst wohl nicht mit jedem, was? Guten Tag, Herr Direktor. Tag, Sperling. So, hier sind Ihre Aufträge. Das Übliche, ja? Danke. Wiedersehen, Herr Direktor. Wiedersehen, Sperling. Na, heute ist aber sehr nett, Unterchef. Auf Wiedersehen, Memmelmann. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Sperling. Herr Direktor, haben Sie den Sperling gesehen? Haben Sie den Sperling gesehen? Natürlich, der war doch eben hier. Eben? Na, diesen Moment, ich habe ihm doch selber die Akte in die Hand gegeben. Nein, der ist ja unsichtbar. Was war, was reden Sie da für einen Unsinn? Ja. Sondern Sie sind ja schon betrunken am frühen Morgen. Herr Direktor, ich war noch nie so klar wie heute. Mann, Sie haben ja die Lirium-Timmels, bei Ihnen setzt ja langsam aus. Sie, jetzt habe ich aber genug. Ich sage, wenn Ihnen das noch einmal vorkommt, dann fliegen Sie. Mensch. So, jetzt gehen Sie mal in Ihr Haus und schlafen Sie Ihren Rausch aus. Ja. Das ist ja wohl. Aber dann wird's bald. Unsichtbar. Guten Tag, Frau Behrens, da bin ich wieder. Punkt 10 Uhr, wie besprochen. Ja, was ist denn, Frau Behrens? Was haben Sie denn? Warum schauen Sie denn so? Frau Behrens? Warum schreit sie denn Hilfe? Na sowas? Ist ja ein ganz neuer Trick. Na, das nächste Mal schicke ich hier einen Memmelmann zum Inkasso. Ja, meine Herren, da muss ich aber mal durch. Ein bisschen stark verbaut, ein hübscher Spiegel. Sehr staubig. Was ist denn... Das ist... Hilfe! Ich bin unsichtbar! Sehen Sie mich? Sehen Sie mich? Hilfe! Ich bin unsichtbar! Professor, Herr Professor Orsini! Bitte, Herr Professor, helfen Sie mir doch! Wissen Sie, was mir passiert ist, Herr Professor? Ich bin unsichtbar! Wer sind Sie denn, die Quatschkopf? Herr Professor, ich bin es doch, Fritz Sperling. Wir waren doch beide heute Morgen verabredet. Ach, Sie sind das Sperling? Ja. Das ist ja interessant. Sie haben mir mein Apparat hier kaputt gemacht. Aber warte, ihr dreht das Genick um. Ja, das wurde... Herr Professor, warum sind Sie denn so böse? Herr Professor, ich will doch alles wieder gut machen. Eisenstange. Warte, die Eisenstange. Aber warum denn? Professor, was wollen Sie denn mit der Stange? Was wollen Sie mit dem Lasso? Wollen Sie mich einfangen? Ich bin doch keine Wildsau. Machen Sie mich lieber wieder sichtbar, ja? Das ist gleich wieder sichtbar werden, mein Junge! Meine Herren, von Ihnen ist, glaube ich, auch keine Gefälligkeit zu erwarten. Was wird denn Ilse dazu sagen, wenn sie mich sieht? Ach so, kann mich ja gar nicht sehen. Ilse? Au! Oh. Ilse? Ilse? Au! 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 Habe ich mir aber wehgetan. Oh. Sie weiß, wo meine Mutter ist? Die ist nebenan im Wohnzimmer, ja. Dankeschön. Guten Morgen, Mutti. Guten Morgen, mein Kind.
Du bist nicht im Geschäft? Nee. Sei nicht böse, dass wir gestern Abend davon gelaufen sind, aber weißt du, der Fritz... Was hast du denn da? Und siehst du doch, Karl hat mir ja fast den Schädel gespalten. Wieso? Hattet ihr Kraft? Rumba getanzt, hier diesen gemacht, ne? Da lachst du, na weißt du, finde ich roh, über deine Mutter lachst du. Ich habe derartige Schmerzen und an allem ist nur Fritz schuld. Ach, wieso Fritz? Immer Fritz. Ja, natürlich Fritz, wer denn sonst, wenn Fritz mit dir nicht weggelaufen wäre, hätte ich dort... Ach, reden wir gar nicht mehr. Weil Fritz ist für mich Luft. Den sehe ich überhaupt nicht mehr. Ja, was ist? Was ist? Da hat's doch geklingelt. Hm? Ist da wer? Mann, Mann, ich bin verzweifelt. Weißt du was? Ich bin unsichtbar. Das habe ich doch heute Morgen schon gesehen. So? Bloß der Chef dieser Banause, der wollte es mir nicht glauben. Na ja. Rausschmeißen wollte er mich. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Trinken, mein Junge, trinken, ja. Alkohol ist die einzige Medizin. Na ja, wenn du meinst. Trink! Mhm. Muss ich die Pulle wieder verstecken. Trinken. Damit deine Tante sie nicht findet. Will ich mal. Hast du aber einen Donnerwetter, einen Zucker am Leibe? Das hat mir den ganz... Halla! Das ist 85%iger Rum. Ja, ja. Der haut mich sogar hin, wenn ich ihn trinke. Bin ich noch ganz benommen, das schmeckt ja wie Gift. Ja, noch schnell einen hinterher. Wenn die Pulle noch mal holen. Das war aber stark. Fühlst du dich schon besser? Gefühl, überhaupt nichts mehr. Ich fühle nur, wie sich alles um mich herum dreht. Delirium tremens, hat er gesagt. Soll ich das auch trinken? Selbstverständlich. Ja, ich danke. Dabei war ich nie so klar wie heute Morgen. Was schaust du mich denn so an, Himmelmann? Jetzt muss ich aber zu meiner Frau. Die wird wahrscheinlich schon zu Hause sein. Auf Wiedersehen, mein Mann. Frau Müller? Ja? Frau Müller? Brauchen Sie was, mein Mann? Haben Sie den Fritz nicht eben gesehen? Fritz? Nein. War der denn hier? Ja, ich... Du musst ihn doch gesehen haben. Aber ich... Was ist mit mir los? Erst war er da, da habe ich ihn nicht gesehen. Jetzt habe ich ihn gesehen und da war er gar nicht da. Wissen Sie, was Sie schon wieder sind? Hm? Betrunken. Ich glaube, der Chef hat doch recht. Seit wann klopfst du denn an? Hast du die Schlüssel vergessen? Nelson, ich wollte dich nicht erschrecken. Hast du den Zettel gefunden? Natürlich. Ja? Was soll denn dieser Zettel bedeuten? Wollte dich schonend vorbereiten. Worauf denn? Auf mich. Fritz, was ist denn mit dir los? Ich bin unsichtbar. Betrunken bist du. Warum hast du getrunken? Aus Verzweiflung. Ich bewundere dich, wie tapfer du bist und wie du das erträgst. Das wird hoffentlich bald vorbeigehen. Ich glaube nicht. Jedenfalls ist es ein Glück, dass du ein Bild von mir hast, ein Foto von deinem Zerflossenen. Bevor du weiter zerfließt, nimm erstmal ein kaltes Bad und trink einen starken Kaffee. Dann wollen wir mal weitersehen. Man kann doch nichts mehr sehen! Komm! Liebelein, willst du nicht bei mir bleiben? Nein, ich koche dir schnell einen Kaffee. Ja. Thank you.
Handtuch, bitte. Herr Fritz, wo, wo bist du denn? Hier. Fritz, du... Du bist ja unsichtbar. Nein, das sage ich dir doch die ganze Zeit. Sag, gib, gib mir doch endlich das Badetuch. Ich stehe doch vollkommen nackt hier. Ah! Ilse? Aber Ilse! 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 Sagen Sie mal, schämen Sie sich gar nicht. Ich habe doch nichts an. Schauen Sie wieder weg. Ich bin doch nackt. Oder sowas? Ilse, oh, ist das kalt. Ilse! Mutter! Was ist los, mein Kind? Was plötzlich ist passiert? Komm her, mein Herz, setz dich hin. Was ist denn? Der Fritz ist verschwunden. Verschwunden? Na bitte? Das habe ich geahnt. Ich habe dich gewarnt. Bei mir, er ist unsichtbar. Ja, bei unserem Pech kommt der zurück, du. Der ist am Brot gewöhnt. Na, er war da und hat ein wenig getrunken und dann da war er wieder weg. Na klar, jetzt läuft er woanders weiter. Das war bei deinem seligen Vater ganz genauso. Der ist dann auch immer wieder zurückgekommen. Er hat doch mit mir gesprochen und dann habe ich nur die Fußtapfen noch gesehen. Was hast du gesehen? Fußtapfen. Zeig mal hier, mein Kind. Fußtapfen haben wir noch gesehen, natürlich. Eiskalte Hände, eine ganz heiße Stirn. Nina, gehen Sie raus, machen Sie einen Kamillentee. Das schlägt nieder, nicht wahr? Und dann einen kalten Umschlag auf den Kopf, den von meiner Birne, von meiner Beule. Brautchen, geh ins Schlafzimmer, hol die Tabletten. Was für Tabletten? Das ist ganz egal, was für Tabletten. Die ganzen Tabletten von meinem Nachttisch. Karlchen, das Barometer hier. Thermo-Dings mal. Ja, mein Schatz. Ich habe einen Unsichtbaren geheiratet. Ja, ja, Karlchen, sie hat einen Unsichtbaren geheiratet. Oh Gott, mein Kind. Du bist vollkommen überreizt jetzt. Nimm dich zusammen. Nimm mir ein Beispiel an mir. Sieh mal, wie tapfer ich das trage. Karl, lass uns Thermometer gleich. Herr Direktor, Sie haben recht gehabt. Na bitte. Ja, es hat bei mir ausgesetzt. Der ist gar nicht unsichtbar, der Sperling. Ich habe vorhin gesehen. Na also, das habe ich Ihnen ja gleich gesagt, ja. Das wird doch am Alkohol bei mir liegen. Scheinbar schon letztes Stadium. Na, mir scheint allerdings das vorletzte. Sag mal, was Sie denken Sie nur dagegen zu tun? Na, ich möchte mich doch behandeln lassen. Aber bitte, schreibe ich Ihnen gleich einen Krankenschein aus, was? Sehr, sehr nett, ja. Gut. Diese ewigen Aufregungen und ich habe Kopfschmerzen. Ich möchte wissen, wovon. Ach so, man soll es doch nicht für möglich halten, was einem so eine lumpige Beule antun kann, was? Frau Marlow, glauben Sie, dass Frau Ilse auch was mit dem Kopf hat? Warum? Na, weil sie sich doch einbildet, dass sie ihren Mann unsichtbar gesehen hat. So ein Quatsch. Hat ihr der Trottel eingeredet und die glaubt das auch noch. Das Kind ist eben vollkommen nervös. Ja, ja, überreizt ist sie. Überreizt, verrückt ist sie. Oder haben Sie schon mal einen Unsichtbaren gesehen? Na also, na sehen Sie, da lachen Sie. Sagen Sie mal, Mina, was stehen Sie hier rum? Was ist denn? Gehen Sie an Ihre Arbeit, los, machen sich unsichtbar. Wenn ich schon sowas höre, unsichtbar. Wer soll mir mal kommen? Sichtbar oder unsichtbar? Das... Entschuldige, Schwiegermama, wenn ich störe, aber ich muss dich etwas sehr Wichtiges fragen. Gestattest du, dass ich mich setze? Weißt du vielleicht, wo Ilse ist? Weißt du, vorhin war ich noch mit ihr zu Hause zusammen und ich konnte mich natürlich nicht so bemerkbar machen, weil ich im Bad war, weißt du, ausgezogen. Ich hatte nichts an. Aber jetzt brauchst du gar nicht so erschreckt zu schauen. Jetzt habe ich einen Anzug an, aber wegen Ilse mache ich mir Sorgen. Wo ist sie? Wo kann sie sein? Jetzt ist die auch zusammengebrochen. Mina? Mina! Mina? Mina? Gehört, was ist denn? Bleiben Sie doch mal stehen, Mina? Mina, warum laufen Sie denn weg? Mina! Aufmachen! Aufmachen! Sie sind doch besetzt, sehen Sie das nicht? Dann können Sie mir nicht sagen, wo meine Frau ist! Mina! Ich sag dir, der Person, diese Mina, schmeißt dir alle Säcke rum. Was ist denn, Mina? Hautchen, red mal rum. Weißt du vielleicht, wo meine Frau, die Ilse ist? Ja, die hat Mutti mit Karl zu Lindner geschickt. Aha, Dankeschön. Darf ich mich jetzt umdrehen? Bitte? Wo bist du denn? Steh doch vor dir, du dummer Bengel. Unglaublich. Schwiegermama. Ja, bitte, was denn? Das ist aber nicht sehr anständig von dir, dass du Ilse mit Karl zu Lindner geschickt hast. Das grenzt ja beinahe an. Na. Kuppelei. Möchtest du nicht auch einen Cognac trinken? Nein, danke, lieber nicht. Ich muss immer an Fritz denken. Denk doch nicht immer an ihn. Der arme Kerl. Aber wieso denn arm? Ich habe solche Angst. Du brauchst doch jetzt keine Angst zu haben. Ich meine, ich bin doch bei dir. In meiner Gesellschaft kann dir überhaupt nichts passieren. Na, warte. In 10 Minuten bist du raus. Das war doch... Ich muss dich auf andere Gedanken bringen. Willst du nicht mit mir tanzen, Ilse? Ich
bin nicht in Stimmung. Schade. Entschuldige. Das machen Sie nicht noch einmal. Herr! Bitte? Oh. Verzeihung. Bitte sehr. Benimm dich doch. Vorwärts zahlen. Sehr, mein Herr. Wo ist denn der Cognac? Weiß ich nicht. Danke sehr. Da muss doch jemand getrunken haben. Herr Ober, wo ist der Cognac, den ich bestellt habe? So, den habe ich Ihnen doch gebracht. Dann bringen Sie mir bitte noch einen. Sehr. Moment. Ja. Das lasse ich mir nicht gefallen. Aber Karl! Was gibt's denn hier zu lachen? Karl! Noch einmal lachen und ich knall euch einer, dass eure Nasen verkehrt aus dem Gesicht schauen. Hoho. Ach so. Ihr kommt jetzt, mein Herr. Brauche ich jetzt nicht mehr. Bitte, aber zahlen müssen Sie. Ja, so ich aber nicht jetzt. Wieso, Sie wollen doch gehen. Ich denke ja gar nicht dran, im Gegenteil. Ich habe doch wohl noch eine Dame dort im Lokal sitzen, nicht wahr? Noch bin ich ja Gast. Mein Freund, sind wir ein bisschen doof, was? Oh, oh, Herr. Bitte sehr, 3,63 Mark, mein Herr. Sie haben 5 Mark, stimmt so. Oh, danke sehr. Ja, ja, ein nettes Lokal, werde ich mir merken. Hier komme ich öfter her. Karl. Ja? Würde es Sie vielleicht interessieren zu erfahren, wer Ihren Cognac ausgetrunken und Ihren Stuhl zurückgezogen hat? Etwa Sie? Ja, das war ich. Was war denn das? Ja, das war ja der schlagende Beweis dafür, dass ich da bin. Was? Ja, dass ich wieder da bin. Ja. Du wärst wohl... Herr Ober, bin wieder da. Ich freue mich, dass Sie uns wieder beehren. Ja, stimmt. Bin wieder da. Angenehm. Ilschen, ich bin wieder da. Fritz? Ja? Wo warst du denn? Ich bin... Hast du mich gesucht? Ja, natürlich habe ich dich gesucht, aber dass du mit dem Karl hierher gekommen bist, das finde ich nicht nett von dir. Ja, wo ist denn Karl? Na, der ist weg. Fritz, wie ist denn das möglich, dass ich dich jetzt wieder sehe? Na, das kann ich dir im Moment auch nicht erklären, aber das Wichtigste ist doch, dass ich jetzt wieder da bin. Ja, Fritz, du hast mich so furchtbar erschreckt. Das wollte ich aber nicht. Wenn du das wieder tust, das... Was ist das Ende? So lieb hast du mich? Ja. Dann gib mir ein Küsschen, ja? Hier nicht vor allen Leuten. Nicht vor allen Leuten? Komm, wir tanzen lieber, ja? Ja, darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Was ist denn? Mir rutschen immer die Beine weg. Fritz, du hast ja schon wieder getrunken. Komm, nimm schnell einen Schluck Kaffee. Ja? Gut. Sehr gut, ja. Außergewöhnlich gut. Aber weißt du, im Kopf bin ich immer noch ein bisschen benommen. So? Mhm. Du, dann nimm die Pillen von meiner Mutter, die haben mir auch geholfen. Von deiner Mama nehme ich keine Pillen. Trinke ich lieber den ganzen Mokka aus. Wie du willst. Gilschen? Mhm. Bist du mir jetzt nicht mehr böse? Ivo. Fritz, du! Ja, was bist du denn so erschreckt? Warum schaust du denn so mit entsetzten Augen? Du zerfließt ja! Ilse. Ah! Ilse! Ah! Ilse! 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 Was ich alles erlebt habe. Ach, Karlchen. Und wie er erst. Na, diesen Sperling will ich nie wiedersehen. Den siehst du auch nicht mehr. Der ist ja unsichtbar. Nee, nee, der ist sichtbar. Oh, ein boshafter Bursche. Mir tut jetzt noch alles weh. Mann, noch die Beule auf dem Kopf. Was? Nee, im Gegenteil. Komm, Karlchen, setz dich. Danke, ich möchte kündigen. Kündigen? Du bist doch die Seele vom Geschäft. In einem Hause, wo es keine Hoffnung auf Gegenliebe gibt, kann auch die beste Seele nicht backen. Ja, aber was denn? Ich liebe sie eben. Ja, aber das habe ich doch gar nicht gewusst. Das muss einem doch gesagt werden. Ja, ich habe es aber oft genug angedeutet. Ja, aber das verstehe ich nicht. Ich bin da sonst nicht auf den Kopf gefallen. Aua. Ich wusste ja nicht, ob Sie damit einverstanden sind. Ach Gott, Karlchen, das überrascht mich natürlich ein bisschen. Sie sagen also ja? Hör mal zu.
Die Anzüge von meinem Seligen passen da sowieso, nicht? Kann man wohl sagen. Siehst du, jetzt lachst du, jetzt freust du dich. Bist ein netter Junge, Garchen. Ja. Bisschen zu jung. Ach wo. Na komm her, gib mal kurz. Das ist aber furchtbar nett von Ihnen, Frau Marlow. Das musst du doch Anna und du zu mir sagen. Jetzt sind wir doch verlobt. Du, das musst du dir aber endgültig abgewöhnen. Na komm her, kriegst noch einen Kuss. Da ist er. Karlchen, sei doch nicht so schüchtern, wir sind doch verlobt. Das... Ach, Fritz, leibhaftig. Jawohl, da bin ich. In voller Lebensgröße. Oh, das rieche ich. Sag mal, Schwiegermama, weißt du vielleicht, wo meine Frau ist, die Ilse? So, jetzt werde ich dir mal was erzählen. Ich habe dich nie für voll genommen. Hm. Aber jetzt sehe ich erst, wie voll du bist. Du bist ja sternhagelvoll. Na, selbstverständlich. Hat ja auch seinen guten Grund, das möchte ich gerade meiner Frau sagen. Wenn ich unter Alkohol stehe, dann bin ich wieder da. Bin ich ein Mensch. Raus in diesem Zustand aus meinem Hause. Weißt du, Schwiegermama, wenn ich unsichtbar bin, dann... fällst du in Ohnmacht und jetzt schmeißt du mich raus. Mirma, hast du dich mit Karl verlobt? Ja, hast du was dagegen? Gegenteil. Wenn Karl nichts dagegen hat, mich freut's nur, werde ich sofort meiner Frau mitteilen. Und ich werde sofort deiner Ilse mitteilen, dass sie sich scheiden lässt. Ist aber sehr hässlich, wird dir auch nicht gelingen. Oh doch, bitte jetzt raus, ja? Sag mal, ist das da oben eine Beule oder... Mümmel? Ah, doch eine Beule. Jetzt hat er den Spiegel mitgenommen. Was machst du denn? Willst du verreisen? Wohin denn, um Gottes Willen? Das weiß ich noch nicht. Hier bleibe ich auf keinen Fall. Das halte ich einfach nicht aus. Aber Ilse, ist doch gar kein Grund zur Verzweiflung. Du kannst mich doch jetzt immer sehen, wenn du willst. Wirklich? Ja, habe doch das Gegenmittel gefunden. Und das ist... Alkohol? Ja. Du wirst jetzt immer betrunken sein? Ja. Um Gottes Willen, da bleibe ich lieber bei meiner Mutter. Dann wirst du aber jetzt hier ungelegen kommen. Die hat sich nämlich soeben verlobt. Mit wem? Mit Karl. Das ist nicht wahr. Natürlich ist das wahr und ich bin sogar sehr froh, dass es so gekommen ist. Jetzt wird er uns doch nicht mehr stören, Ilse. Hör doch mit dem Packen auf. Schau, wir beide müssen doch jetzt zusammenhalten. Schau, viele große Männer waren Trinker. Ja. Aber nicht alle Trinker waren große Männer. Ja, aber ich werde es schon schaffen. Ich werde jetzt arbeiten und wenn es für zwei sein sollte, ich werde dir so viel Nachthemden kaufen, dass du pro Nacht dich mindestens dreimal umziehen kannst. Entschuldigung. Sperling. Gut. Es wird gearbeitet für zwei. Aufdrehen, ja? Ja, aber Herr Direktor, heute müssen Sie mir besonders viel geben. Heute bin ich ganz groß in Form. Sperling, Sie? Ja. Ja, sind ja betrunken. Jawohl, Herr Direktor. Ja, sagen Sie mal, trinken Sie dann auch? Von heute an immer. Ja, sagen Sie mal, muss denn in meinem Laden immer einer betrunken sein? Na, selbstverständlich. Ja, hören Sie mal, also wenn ich Sie noch einmal betrunken sehe, dann möchte ich Sie nicht mehr sehen. Aber Herr Direktor, nicht, dann können Sie mich doch nicht sehen. Was denn? Was denn? Wollen Sie damit sagen, dass Sie weiter trinken? Ja, ich habe ja meine Gründe. Die Kundschaft muss mich doch sehen, wenn ich hinkomme. So, sind Sie hiermit fristlos entlassen. Ist das Ihr letztes Wort, Herr Raus. Direktor? Raus! Wird Ihnen noch sehr leid tun! Selber ausschalten. Wird Ihnen noch sehr leid tun. Ich habe mir den Fall noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Es handelt sich hier um hochstaplerische Suggestionen. Dieser Herr Sperling ist ein ausgesprochenes Sujet mauvais. Ein was ist da bitte? Ein Sujet mauvais. Aha. Nicht doch nur heule doch nicht. Ist doch keine Beleidigung, nicht? Er sucht Ihnen etwas einzureden, was es nicht gibt. Diese Unsichtbarkeit ist ein vollkommener Blödsinn.
Aber Sie werden sehen, ich falle ihm nicht darauf rein. Ich habe einen klaren Kopf. Ich nagle ihn fest. Ich werde ihn stellen. Ich werde ihn klein machen, den Burschen, so klein. Machen Sie, was Sie wollen, Herr Doktor. Von uns haben Sie jede Vollmacht. Nur befreien Sie meine Tochter von diesem, von diesem Scheusal. Heule doch nicht. Sei doch froh, dass du den Kerl endlich loswirst. Dann darf ich ihn also jetzt hereinbitten? Der Sperling ist hier? Natürlich, habe ich ihn herbestellt. Frau Lange, Herr Sperling, bitte. Dann gehe ich. Ich möchte diesem Kerl nicht mehr begegnen. Bleib fest, mein Kind. Doktorchen, bleiben Sie hart. Oh, guten Tag, Schwiegermama. Schwiegermama? Aber nicht mehr lange. Oh, Schwiegermama, bin nur dein Schwiegersohn. Gewesen. Der Doktor wartet Sie. Ja, ich weiß. Sagen Sie, Fräulein, hätten Sie vielleicht etwas zusätzlichen Stoff? Was? Ja, ist ja egal. Hält noch eine Weile. Pardon. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte sehr. Tag, Ilse. Herr Sperling, wir wollen die Sache so kurz wie möglich machen. Sie wissen ja, worum es sich handelt, ist ja alles sonnenklar. Wollen Sie nun gutwillig in die Scheidung einwilligen und sich als den schuldigen Teil bekennen? Vor allen Dingen, was ist denn sonnenklar? Sonnenklar ist, dass Ihrer Frau eine Fortsetzung der Ehe mit Ihnen nicht zugemutet werden kann. Warum denn nicht? Was sind da für Gründe? Die Gründe? Hm? Seelische Grausamkeit. Ich war zu meiner Frau niemals grausam. Sie beeinflussen die Gemütslage Ihrer Frau durch frivole Suggestionen. Aber ich verbiete mir das Wort frivol. War zu meiner Frau nie unanständig. Sie bemänteln mit einer angeblichen Unsichtbarkeit Ihre Neigung zum notorischen Säufer. Aber ist doch Unsinn. Ich trinke doch nur, damit ich überhaupt da bin. Ich habe mir heute Morgen hier eine Flasche Cognac gekauft. Ist leider nur noch ein einziger Schluck drin. Sorgen Sie lieber für eine Flasche Cognac und regen Sie mich nicht auf. Denn gerade Aufregung und Kaffee, die machen mich wieder nüchtern. Wenn Sie es nur schon wären, dann könnte man wenigstens vernünftig mit Ihnen reden. Sagen Sie das nicht, dann laufen nämlich alle weg. Spüre schon wieder das Moment, Augenblick. Gott sei Dank, bin auch da. Sorgen Sie lieber für einen neuen Stoff, sonst garantiere ich für nichts. Nicht wahr? Ilse, das weißt du doch. Bin ich gleich wieder weg. Die Frau, Sie haben ja einige Symptome verschwiegen. Das ist ja ausgesprochen Delirium Tremens. Wie bitte? Säuferwahn. Ich hatte die Überführung Ihres Mannes in eine Anstalt für geraten. Alles Übrige erledigt sich dann von selbst. Weine nicht, mein Kind. Sag mal, was fällt Ihnen denn überhaupt ein, meiner Frau hier einzureden? Dass ich verrückt bin? Machen Sie hier nicht solchen Krach. Ich verbitte mir das ganz energisch. Und ich verbitte mir... Sie haben sich gar nicht zu verbitten. Für mich sind Sie bereits geschieden. Für mich noch lange nicht. Ilse, ich werde um dich kämpfen. Ich werde mich nicht scheiden lassen. Herr Sperling, ist das Ihr letztes Wort? Deren werden noch viele folgen. Ilse, ich verlasse dich nicht. Ich verlasse dich nie. Nie. Herr Sperling, unterlassen Sie gefälligst diese Gaukeleien. Mit mir machen Sie das nicht. Ich sehe Sie. Und wenn Sie sich noch so unsichtbar machen, ich sehe Sie ganz deutlich. Und ich werde Sie dahin bringen, wohin Sie gehören. Das Krankenhaus. Nummer. Schnell, schnell. 314. Hallo. Hören Sie, in meinem Büro ist ein Wahnsinniger. Ja, ein Irrsinniger. Ein Unsichtbarer. Was? Befragen Sie doch nicht so viel. Selbstverständlich, Delirium Tremens. Schicken Sie ein paar starke Männer mit Zwangsjacke her. Wo, Herrgott, das sage ich Ihnen doch die ganze Zeit bei Dr. Ulrich. Rechtsanwalt Dr. Ulrich. Ja. Fritz, bist du noch da? Natürlich, einen Augenblick. Wo bist du denn? Hier, auf. Was machst du denn da? Ich suche nur was. Was suchst du denn da? Alkohol. Willst du dich schon wieder betrinken? Ilse, ich muss. Das ist ja schrecklich. Wem sagst du das, Ilse? Aber schau, ohne Alkohol bin ich doch nicht. Bin ich doch Luft. Unsichtbar. Unsichtbare Luft. Wie heißt der Mann? Sperling. Wo ist er? Da drinnen. Aber seien Sie vorsichtig. Er ist nämlich unsichtbar. Ihr unsichtbarer Sperling hat sich wohl in eine Dame verwandelt, was? Nein, er sitzt doch daneben. Ehren Sie sich nicht? Nein, der Unsichtbare ist da drinnen. Ich habe ihn doch selbst gesehen. Er ist vor meinen Augen verschwunden. Ah, halt! Was wollen Sie denn von mir? Halt! Ich bin doch nicht verrückt! Halt! Hilfe! Sie sind weg. Fritz, was soll das heißen? Die Luft ist rein. Fritz! Du bist wieder da. Natürlich. Bin ich auch wieder blau. Entschuldige, Ilse. Ilse, bist du mir noch böse? Ach, Fritz. Natürlich bist du mir böse. Sehe ich dir doch an.
Wahrscheinlich alles wegen deiner Küche. Von mir aus kannst du jeden Tag meine Küche verschmieren. Und das Wohnzimmer und das Schlafzimmer dazu, aber den Fritz, den ich liebe, den werde ich nie mehr sehen und den Betrunkenen will ich nicht sehen. Aber Ilse, nur den Betrunkenen kannst du jetzt sehen. Aber ich will ihn nicht sehen. Ilse, wir könnten so schön miteinander leben. Brauchen nur hin und wieder so einen ganz kleinen Schluck. Dein Fritz ist eben ein Flaschenkind geworden. Aber ich kann so nicht leben. Sonst werde ich eines Tages abgeholt. Was? Leb wohl, Fritz. Sie ist hier auch weg. Bleibt mir nur noch mein Zwitscherer. Herr Doktor, sind Sie der Arzt vom Dienst? Ich war es doch selbst, der mit Ihnen gesprochen hat. Das war sehr vernünftig von Ihnen, bevor Sie Schaden anrichten. Herr Doktor! Haben Sie schon früher an Störungen gelitten? Herr, machen Sie mich nicht wahnsinnig! Ich wollte einen ganz anderen abholen lassen, einen Sperling! Ich bin der Rechtsanwalt Dr. Ulrich! Bitte, wenn Sie mich von dem Ding befreien, dann werde ich mich ausweisen oder rufen Sie mir mein Büro an. Wenn Sie das beruhigen, bitte. Welche Nummer? 22222. Hallo, hier ist bei Rechtsanwalt Sperling. Wer ist dort? Hier ist der zwitschernde Sperling! Sperling? Das ist er! Sehen Sie den Verrückten, lassen Sie herumlaufen, mich halten Sie fest! Jetzt hört man den gar nicht mehr. Aber sehen kann man ihn noch. Entschuldigen Sie bitte den kleinen Irrtum. Na, klein ist gut. Sie werden von mir hören. Ich komme wieder. Das fürchte ich auch. Was sagen Sie da? Ihre Augen gefallen mir nicht. Ob sie Ihnen gefallen oder nicht, ist mir wurscht. Kommen Sie, meine Herren, in meine Praxis. Wir müssen den Sperling fallen. Hier zu spät. Kommen Sie. Fritz! Was? Ich bin in einem furchtbaren Zustand. Seit wann trinkst du denn? Das verstehst du nicht. Das verstehe ich ja kaum. Ist der Mömmelmann da? In seinem Zimmer. In seinem Zimmer. Bin ich noch da? Ja. Mömmelmann, gib mir rasch etwas zu trinken, ja? Gerne, mein Junge. Danke. Du, das ist ja Wasser. Ja, Selterwasser. Brauche ich nicht, ich brauche Alkohol. Alkohol kommt nicht mehr über meine Lippen. Was, du trinkst keinen Alkohol mehr? Nein. Aber ich muss Alkohol trinken. Mensch muss trinken. Ja, ich schon. Für mich ist Alkohol eine Existenzfrage. Sag, gib mir noch wenigstens was von deinen alkoholischen Restbeständen, die du hier versteckt hast, ja? Die letzte Flasche hat mir deine Tante weggenommen. Meine Tante? Ah, Moment. Tief gesunken. Könnte ich von dir vielleicht die Flasche Schnaps bekommen, die du gestern vor Mömmelmann versteckt hast? Wie stellst du dir denn das vor? Nicht. Du bist ja schon betrunken. Ja. Mach, dass du nach Hause kommst zu deiner Frau. Ja, ich habe doch keine Frau mehr. Wir leben doch in Scheidung. Du sprichst ja im Delirium. Schlaf deinen Rausch aus und verschwinde. Das möchte ich ja gerne vermeiden. Kann ich von dir keine Flasche Schnaps bekommen? Nein. Auch kein Geld, damit ich mir eine frische kaufen kann? Mach, dass du rauskommst. Tante, du enttäuscht mich tief. Geh ich eben zu einer anderen Tante. Raus! Kommen Sie, meine Herren, kommen Sie! Sperling! Sperling! Wo ist der Sperling? Weggegangen. Haben Sie ihn gesehen? Natürlich. Das ist gar nicht natürlich. Der war unsichtbar. Meine Herren, der ist in seiner Wohnung. Kommen Sie, den Vogel fange ich. Ach, Herr Doktor. Ist der Sperling da? Ist Ihr Mann da? Nein, er ist nicht hier. Wo ist er? Das weiß ich nicht. Lassen Sie mich stören, Ehefrau. Wir warten hier auf ihn. Bitte. Bitte. Wunderbar, eine Dicke. Die werfen Sie ihm sofort über den Kopf. Das dürfen wir nicht. Auf meine Verantwortung. Hallo, hallo. Wer ist vor die Tür? Ich kann nicht machen, aber ich bin in Badewanne. Brauchst nicht zu baden, ich bin's, Fritz Sperling. Oh, Fritzi, mein Spätzchen, ja. Komm mal rein. Ja. Geld habe ich aber kein. Ich will ja kein Geld, ich will was zu trinken. Eine Himbeerlimonade? Nein, keine Himbeerlimonade, ich brauche Alkohol. Oh, hast du aber lecker Fähnchen. Hast du keinen Alkohol mehr da? So viel du willst, ja? So gefällst du mir, Fritzchen. Wo ist dein Ratzeputz? Hier ist mein Ratzeputzchen. Was hast du denn da für ein Spiegel? Ja, das ist mein Kontrollapparat. Und Gläser brauche ich nicht, ich trinke aus der Flasche. Na, du hast aber eine Zucker am Leib. Ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Brauche ich meinen Rat nicht zu bezahlen? Rede ja nicht von Geld. Sag mal, dich stürzt doch nicht, wenn ich trinke, ne? Um jeden Teil. Komm, lass mich mittrinken. Hm? Muss ich erst schauen, ob ich noch genug habe. Na klar. Ja, es geht. Bitte sehr. Bitte. So, Grüßerchen. Hier zum Wohle. Siehst du, meine Frau, die stört das.
Na, die versteht ich eben nicht. Will sich jetzt von mir scheiden lassen? Fritz. Möchte ich jetzt immer bei dir bleiben? Fritzchen, du willst mich heiraten. Hm. Im Ernst? Ja, für Alkohol mache ich alles. Oh, Fritzchen, ich lasse der Wippermann sausen. Ja, wir haben ja seine ganzen Spirituosen da draußen in den Kisten, nicht? Na, das langt für 2 Jahre. Für 2 Jahre? Bleibe ich noch 2 Jahre sichtbar. Sehr gut. Du schlapperst ja, meine Jungen. Und meine Schwiegermutter, die wird sich ärgern. Wo ist Blut? Halten Sie sich die Ohren zu. Was geschieht, geschieht zu seinem Besten. Ah, zu Hilfe! Hallo? Hilfe! Zu Hilfe! Los das, los das! Zu Hilfe! Verzeihung, Ehefrau, tausendmal verzeihung. Herr Doktor, ja. Sie schulden mir eine Erklärung. Was machen Sie hier? Wir warten auf den Sperling, der kommt in die Klapsbühne. Beinahe hätten Sie mich erwischt. Beiseite, bitte. Oh Gott, Augen auf, wenn dir jemand die Decke über den Kopf werft. Was ich für Aufregung mit deinem Mann habe, ich halte es nicht mehr aus. Du, ja. Der Rechtsanwalt ist auch nicht ganz normal. Mir ist jetzt aber furchtbar schlecht. Furchtbar schlecht. Friedchen, ja. Kannst du mir vielleicht etwas aus einer anderen Flasche geben, ja? Ja, mein Junge, jetzt kriegst du was aus einem ganz anderen Fläschchen. Hier, das trink mal, das tut dir gut. Komm, ganz runter damit. Na, wisst ihr? Das ist fein. Was hast du mir denn da zu trinken gegeben? Das war eine dreifache türkische Mokka. Dreifache türkischer Mokka? Das darf ich ja gar nicht trinken. Warum denn nicht? Fritz? Fritzi, wo bist du denn? Hier. Hast du denn versteckt? Kuckuck. Wo soll ich denn sein? Hier sitz ich doch. Du mach doch keine fiese Matänchen. Du bist mir doch nicht da hinten runter, ihr Kind. Ah! Fritzchen, was schreist du denn? Nehme doch nur noch einen Ratzeputz. Ist doch alles wieder in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich bin gleich wieder da. Sperling? Ja, Frau Sperling. Yvonne de Pomme, ihr Mann ist bei mir. Den müssen Sie sofort abholen. Was? Was ist mit meinem Mann? Ja, was? Was ist mit Ihrem Mann, verzeiht? Was ist mit meinem Mann? Geht doch, Dr. Ulrich. Ja, bitte. Ist er sichtbar oder unsichtbar? Besoffen ist er. Was? Besoffen? Also sichtbar. Ist verrückt geworden. Der spukt bei mir auf dem Sofa herum. Ich komme sofort. Wo ist das bitte? Lindenblütenallee 13, dritter Stock links. Ja, danke. Jetzt haben wir ihn. Entschuldigen Sie, meine Damen. Hast du gesehen, wie nervös er ist? Kommen Sie mal her. Dein Fritz, bist du los. Freust du dich? Scheinbar nicht. Ja, das habe ich mir von Karl angewöhnt. Willst du noch ein Fläschchen haben? Sämtliche Wippermanns zu meiner Verfügung. Willst du vielleicht ein lecker Butterbrötchen haben? Will kein Butterbrot. Riech ich doch nicht so auf. Soll ich mich denn aufregen? Was sind Sie? Ist der Sperling noch da? Da sind ein paar liebe Freunde, die wollen dir guten Tag sagen. Ja, wer sind das? So, Herr Sperling, jetzt kommen Sie mir nicht mehr aus. Jetzt habe ich Sie gestellt. Bitte. Um Gottes Willen, Fritz, ist denn schon wieder was passiert? Ilse, ja? Bist du da? Ja. Ilse, sag mal, Ilse, sind wir denn nicht geschieden? Geschieden? Ja. Ja, wieso denn geschieden? Wo ist denn der Rechtsanwalt, das Kamel? Sag mal, siehst du mich denn? Ja, bin ich nicht unsichtbar? Aber natürlich sehe ich dich. Ja, wo ist mein Spiegel, mein... Wo ist meine Flasche, Na, du musst ja einen Unsinn geträumt haben, weißt geträumt? Du. Geträumt? Ilse, komm mal her. Sag mal, ist denn deine Mama nicht mit dem Karl voll los? Ich will dir was sagen. Das kommt bloß von deinen blödsinnigen Experimenten. Moment. Jetzt ist es passiert. Jetzt werde ich nie mehr experimentieren. Von jetzt an tue ich nur noch, was du willst. Oh, gib mir einen Kuss. Moment noch. Einmal schauen.